Ja, hallo, liebe Freunde, willkommen zu DTM Race Driver 3. Ja, es ist schon ewig her, dass eine Singleplayer-Folge hochgekommen ist bei YouTube, also hochgeladen, hochgekommen, naja, wer weiß. Auf jeden Fall ist das ein Video, um euch Bescheid zu sagen, dass es bald mit dem Singleplayer auf jeden Fall wieder weitergeht. Weil ich habe nämlich wieder richtig Bock auf DTM Race Driver 3 und wir haben ja noch genug zu tun. Wie ihr seht, sind wir hier auf Rang, bis Rang 32 müssen wir machen und wir sind auf Rang Nummer 7. Und das kann ja nicht sein, dass wir hier schon, was weiß ich, wie lange die auf das LP hier haben und erst 15 Parts hochgeladen haben. Und aber immerhin alles auf 1. Naja, so gut sind wir immerhin. Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall in nächster Zeit wieder darüber freuen, dass es wieder ein paar Singleplayer-Folgen gibt von DTM 3. Und auch klar zwischendurch Multiplayer-Aufnahmen, weil wir hatten ja erst vor kurzem, ich glaube, das ist 2 oder 3 Tage her, eine Multiplayer-Aufnahme gehabt. Das erste Rennen ist ja schon online in Adelaide. Und da folgen ja noch 3 weitere Rennen. Da lasst euch auf jeden Fall überraschen. Aber ich werde mich jetzt entweder, ich glaube, noch heute Abend oder spätestens morgen Abend dran setzen und wieder eine neue DTM Race Driver 3 Session starten. Und ja, ich hoffe, ihr könnt euch bis dahin noch etwas gedulden und nicht allzu böse sein. Ich glaube, das letzte Mal ging der Part hoch, ich glaube, vor 6, 7 Wochen oder so. Und so lange möchte ich euch natürlich eigentlich nicht warten lassen auf den nächsten Part. Deswegen lege ich jetzt bald nach. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon von meiner Seite aus gewesen, was DTM Race Driver 3 Singleplayer betrifft. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß und wir sehen uns dann hier. Wir machen nämlich, fangen dann mit dem Formula Palmer Audi an, sehen uns dann wieder, wenn wir die Formula Palmer Audis fahren, die wir ja schon in der Multiplayer-Aufnahme gefahren sind. Das heißt, sie sind mir bestens bekannt. Okay, dann bis dann und euch noch viel Spaß. Euer Mucke.